Hallo. Also ich bin der Nebel, wie man ja unterscheiden kann. Ich möchte heute einen kleinen Vortrag über Sucht halten oder Scale Invariant Feature Transform. Weiß jeder von euch, was gemeint ist, wenn ich über Feature spreche? Ja, halb. Okay, dann fangen wir damit an. Also bei Features, also grundsätzlich geht es darum, dem Computer mehr oder weniger das Sehen beizubringen. Das könnte jetzt beispielsweise sein, dass ein Roboter feststellt, dass vor ihm irgendwas steht. Das könnte auch einfach bloß sein, dass ich zwei Bilder miteinander vergleiche und feststellen möchte, es sind die gleichen Bilder oder es sind sehr ähnliche Bilder. Und Features sind in dem Fall kleine Beschreibungen von Bildinhalten, die mir ermöglichen, die Bilder zu beschreiben. Wie die auch immer aufgebaut sind, das kann komplett unterschiedlich sein. Das SIP-Verfahren ist ein äußerst komplexes Verfahren. Also der Lobo, der das Ganze sich ausgedacht hat, der beschreibt das Verfahren über 28 Seiten, die großteils mit Mathematik vorgeschraubt sind. Also ist auch relativ schwierig. Es teilt sich im Wesentlichen in zwei Punkte. Zum einen erstmal Features, also sprich interessante Punkte im Bild zu finden, die ich in anderen Bildern dann halt wiedererkennen möchte. Und aus diesen interessanten Punkten eine Beschreibung zu generieren, die ich dann nutzen kann, um Vergleiche zu machen. Das heißt, ich möchte mein Bild, was von, weiß ich, 3, 4 Gigapixel oder Megapixel, wie auch immer, Größe hat, möchte ich auf eine Handvoll Features bringen, die das Bild relativ genau beschreiben. Das ist jetzt nicht eine Beschreibung, die wir verstehen würden, aber es ist eine Beschreibung, die dem Computer ermöglicht, Bilder miteinander zu vergleichen. Und bei SIFT geht es eben nicht nur darum zu sagen, okay, das Bild ist sehr ähnlich dem Bild, sondern SIFT ist sogar in der Lage zu sagen, wenn ich ihm jetzt beispielsweise beibringe, okay, ich mache ein Foto von der Bierflasche, lasse ihn das einlesen, lasse ihn seine SIFT-Features dazu generieren, mache dann noch eins vom Laptop und eins von dem Bierkasten und eins vom Tisch und keine Ahnung was und lasse ihn die alle antrainieren und zum Schluss gehe ich bei und mache ein Foto von diesem Raum. Dann ist SIFT in der Lage, diese einzelnen Elemente in diesem großen Bild wiederzuerkennen. Das heißt, es ist schon relativ mächtig, weil es eben sowohl sehr kleine Elemente, die aber in anderen Bildern relativ groß dargestellt werden, auch wiedererkennen kann. Ja, um das Ganze zu machen, werden erstmal sogenannte Scale Spaces aufgebaut. Das bedeutet, ein Bild liegt in einer bestimmten Auflösung vor. Der Lowe direkt sagt, es reicht vollkommen, das auf eine Größe von 512 von 512 Pixeln etwa zu reduzieren. Alles, was größer ist, sorgt bloß dafür, also sagen, doppelt so groß, heißt viermal so viele SIP-Features. Die bringen aber in der Klassifizierung und Wiedererkennung keinen Mehrwert. Also es sind einfach bloß mehr Features, die durchgeschleift und erkannt werden müssen. Das heißt, gehen wir mal von so einem Bild aus, was wir da bekommen. Dann erzeugen wir quasi mehrere Kopien von dem Bild. Und auf jedem dieser Ebenen lassen wir einen Gaussfilter darüber laufen. Das heißt, wir zeichnen das Bild weich. Das hat den Effekt, dass wir zum Beispiel kleinere Störungen, Rauschen und so weiter dadurch einfach rausfiltern können. Und auf jeder Ebene wird quasi das gefilterte Bild von der Ebene darunter nochmal gefiltert. Sodass das, was wir relativ weit oben sehen, die Ebene, sehr stark durch den Gauss gefiltert sind. Das heißt, sehr weich, sehr matschig sind und die unten sehr klar sind. Darüber hinaus wird das Bild in horizontaler und vertikaler Auflösung einmal halbiert und was man in der oberen Teil der Zeichnung sieht. Und darüber werden jeweils wiederum mehrere Schichten gebildet, die unterschiedlich stark mit dem Gaussfilter behandelt sind. Dann gehen wir durch einen so einen Scale Space durch, sprich durch einen so einen Stapel von Bildern, die unterschiedlich stark mit dem Gaussfilter behandelt wurden. Und betrachten so eine Umgebung von 3x3x3 Pixel. Und diese Pixel werden alle rausgelöscht, es sei denn, sie sollten in ihrer 3x3x3 Umgebung den größten Pixel von der Wertigkeit her darstellen. Das hat einfach bloß den Effekt, dass gleichmäßige Flächen ausgelöscht werden, während man an Kanten dann anfängt, an dieser Stelle halt Pixel zu setzen. Sprich, im Endeffekt mehr oder weniger ein Kantendetektor, aber im dreidimensionalen Raum.
So, dann nehmen wir einen zweiten Schritt und sagen, okay, wir haben jetzt bestimmte Werte festgestellt, dass sie unsere Maxima sind, aber sie interessieren uns erst, wenn sie ein einen bestimmten Schwellwert erreicht haben. Da der Maxima sowohl positiv als auch negativ sein kann, müssen wir zwei Schwellwerte benutzen und sagen einfach, für mich ist ein Pixel erst dann interessant, wenn er über einen gewissen Schwellwert ist. Ja. Also klassische Schwellwertverfahren. Im Anschluss haben wir schon relativ genau bestimmt, wo so ein Feature sich befindet, was interessant sein könnte. Allerdings haben wir es bei Bildern mit diskreten Daten zu tun. Im Verhältnis zu analogen Daten heißt es einfach, die analoge Kurve wurde hier mal versucht nachzubilden mit den blauen Balken, sprich das ist unsere Wellenfront. Und die roten Balken sind die, wo wir gesampelte Daten haben, also wo wir tatsächlich wissen, an dem Pixel in dem Bild ist was. Also das ist auch der 8. Pixel gemeint, der andere rot ist der 9. Pixel. Aber die tatsächliche Funktion, das tatsächliche Extrema, liegt irgendwo dazwischen. Also versuchen wir eine quadratische Funktion, zum Beispiel durch diese drei Punkte zu legen, durch drei bekannte diskrete Werte zu legen und versuchen das Extreme auf Subpixel-Ebene zu bestimmen. Das heißt, mein Extrema liegt dann nicht mehr am Pixel 8, sondern es liegt am Pixel 8,35 oder so. Das ist einfach bloß eine genauere Bestimmung, wo das Ganze liegt. Im nächsten Schritt betrachten wir eine 16x16 Pixel Region rings um diesen Feature, den wir jetzt so gefunden haben. In dieser Region werden die Gradientenvektoren erstellt. Weißt du, was ein Gradient ist? Einer mit mich? Im Wesentlichen heißt das die Ableitung von dem Bild erstellen. Das heißt einfach, ich möchte quasi feststellen, wie stark ändert sich mein Pixelwert von einem Pixel zum nächsten. Mehr heißt es nicht. Also wie in der arbeitenden Mathematik auch, wie stark ändert sich etwas. Der Anstieg. Von der wird sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung gebildet. Dadurch bekomme ich dann eben klassisch diese Vektoren drauf, die mir sagen, in welche Richtung ist dieser Gradient. Und die Länge von den Vektoren sagt mir aus, wie stark ist dieser Gradient. Aus diesen ganz vielen kleinen Richtungen, diese 16x16 sind 256 Richtungen, also 256 Pfeile, die dort gebildet werden, werden jetzt in ein Histogramm eingetragen, anhand ihres Winkels. Sprich, wir haben da 360 Grad zur Auswahl und die werden jetzt aber nochmal diskretisiert, indem sie nicht in 360 kleine Eimerchen vom Histogramm gepackt werden, sondern indem sie in plus 36 gepackt werden. Das heißt, wenn wir jetzt einen Winkel haben, der wird halt nur noch auf 10 Grad genau bestimmt. Was wir dann rauskommen, ist ein Histogramm, was beispielsweise so aussehen kann. Und dieses Histogramm sagt jetzt Folgendes aus. Wenn wir jetzt beispielsweise eine Ecke im Bild haben, dann sagt uns das was darüber aus, wie diese Ecke im Bild orientiert ist, bis auf 10 Grad genau. Nämlich an Stellen, wo das Histogramm besonders hoch ist, heißt es, dass hier eine Orientierung stattfindet. Das heißt, hier besonders viele Pfeile zeigen irgendwie in diese Richtung. Jetzt kann es aber vorkommen, dass mehrere Pfeile einen relativ hohen Ausschlag haben und der Logo hat dann einfach definiert, dass alles, was in dieser 80% Umgebung liegt, beziehungsweise in diesen 20% bis 100 vielmehr, wenn dort mehrere Werte drin liegen, erstellen wir auch mehrere Features dazu. Weil das Ziel ist es, ein Feature zu erstellen, was eine bestimmte Ausrichtung hat. Sozusagen, man könnte sagen, eine dominante Richtung, in dem das Feature ausgeprägt ist. Das heißt einfach, hier werden zwei draus erstellt. Wir haben ein Feature, was eine dominante Richtung von 20 bis 29 Grad hat und ein zweites, was eine dominante Richtung von 310 bis 319 Grad hat. So, das heißt, wir haben jetzt ein Feature, oder wir haben jetzt mehrere Features bestimmt, wir haben die auf Subpixel-Ebene genau bestimmt und wir haben herausgefunden, in welche Richtung sie orientiert sind. Jetzt versuchen wir einen
eine Beschreibung für dieses Feature zu finden. Dazu wird wiederum ein 16x16 Pixel Fenster genommen, in dem es betrachtet wird. Und in jedem dieser, es besteht halt aus 16 kleineren Fenstern, die wiederum jeweils auf 4x4 Fenstern besteht, was man hier zum kleinen Grid. Diese 16 Pfeile werden jetzt wiederum in ein Histogramm eingefügt, was aus 8 Richtungen besteht. Und es wird wiederum ein Histogramm daraus generiert. Dieses Histogramm wird dann eben in diese, sieht man halt in diese, auf der rechten Seite, mit dem wird dann hier eingezeichnet. Also man kann sich jetzt so vorstellen, im Wesentlichen ist es einfach bloß ein Array, was eine Länge von 128 hat und an jeder Stelle steht, wie viele Pfeile zeigen jetzt in diese Richtung. Und das aber jeweils auf das 4x4 Fenster begrenzt. Damit jetzt Pfeile, also Vektoren, Gradientenvektoren, die besonders weit von dem Feature entfernt sind, nicht so einen starken Einfluss auf die auf den schlussendlichen Beschreibung haben, gibt es hier dann noch halt so eine Gauss-Kurve, die sagt halt, je weiter es wegkommt, desto irrelevanter wird es. So, daraus entsteht jetzt ein Feature-Vektor, der 128 Dimensionen hat. Und ja. So, jetzt zu den Ergebnissen. Ich beschäftige mich in meiner Masterarbeit mit diesem Algorithmus, das Ziel meiner Masterarbeit ist es, ich habe beispielsweise eine solche Vase vor mir gegeben. Ich habe eine einzelne Kamera und diese Vase dreht sich auf einem Drehteller vor der Kamera. Ich habe insgesamt 72 Bilder und möchte jetzt in einem ersten Schritt bestimmen, wo steht meine Kamera. Das lässt sich nicht hundertprozentig exakt sagen, weil die Skalierung von dem Objekt zum Beispiel unbekannt ist. Aber ich könnte zum Beispiel sagen, relativ zu meiner Rotationsachse von dieser Vase, die auf dem Drehteller wiederum ist, kann ich meine Kameraposition bestimmen. Was man jetzt in diesem Bild sieht, sind die verschiedenen Feature-Vektoren, die eingezeichnet wurden. Hier wurden zwei Bilder analysiert. Ein Bild und dann wurde die Vase 8 Grad gedreht und dann wurde es wieder analysiert. Was man jetzt hier sieht, die grüne Linie beschreiben, wenn ein Feature gefunden wurde, dann gucke ich mir den Feature-Vektor an, von dem rechten Bild wiederum und gucke mir an, welches Feature liegt mir am nächsten. Und das zeichne ich einfach als eine Linie ein. Das Feature hat ja eine XY-Koordinate und das zeichne ich einfach als Linie ein. Und jetzt gehe ich von den rechten Bildern aus und habe da um die 500 bis 700 Features sind das jeweils und gucke mir an, welches von den ersteren Bild, welches dieser Feature ist mir am nächsten und zeichne das als rote Linie ein. Die ist allerdings noch 2 Pixel nach unten versetzt, damit rote und grüne Linien sich nicht überlagern. Diese Vase dreht sich. Diese Vase dreht sich maßgeblich um die Y-Achse. Sprich, sie ist vor mir und dreht sich Stück für Stück. Das heißt, optimalerweise, was ich jetzt sehen möchte, ist. Ist sie symmetrisch? Die was? Ob die Vase symmetrisch ist? Nein. Okay. Sie hat hinten noch eine Kanne hinten dran, also wo man einen Henkel. Sieht man in dem Bild nicht, aber ist überhaupt nicht. Okay. Also sieht man allein schon, weil es vorne so eine Figur ist. Wenn man sie sich gedreht vorstellt, das ist schwer zu erkennen. Stimmt wiederum. Ich habe noch ein paar andere Bilder. Ja. Also was ich jetzt eigentlich als optimales Ergebnis sehen wollte, ist haufenweise horizontale kurze Linien. Wie ich sehe, sehe ich auch eine ganze Menge, vor allem die Grünen sind oftmals sehr stark vertikal. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe die verschiedenen Korrespondenzen zwischen den Features, die ihr jetzt gefunden habt, weiter aussortiert und habe jetzt gesagt, okay, ich habe ein Feature in meinem linken Bild gefunden. Und da gibt es ein nächstes Feature, was dem am ähnlichsten zu sein scheint, vom Feature-Vektor her, in dem rechten Bild. Die habe ich jetzt hier alle eingezeichnet. Und meine Bedingung dafür, dass du jetzt ins Endbild kommst, ist einfach nur, von dir aus gesehen muss ich auch der nächste sein. Ist es verständlich, warum es bei allen Features nicht so sein soll?
Also warum es welche gibt, die es halt nicht so weit hat? Okay. Sag erstmal, wo du hin willst. Nee, gehen wir mal davon aus, wir würden jetzt auf irgendeine Beschreibung zurückgreifen, die uns beschreibt. Wo der Computer versteht, dass wir bestimmen, weiß ich, Alter, was haben wir bestimmt hier, was machen wir so, sagt aber. Und jetzt fragen wir den Computer, wem bin ich am ähnlichsten? Gehen wir mal davon aus, ich finde raus, Tobias ist. Ich bin Tobias am ähnlichsten. Dann heißt das ja nicht zwangsweise, dass keiner von euch ihm ähnlicher ist als ich. Mhm. Und genau auf diesem Prinzip baut es einfach nur auf. Ich will, dass diese Korrespondenz in zwei Richtungen funktioniert. Mhm. Und wenn ich das mache, dann fliegen die meisten Linien raus. Beziehungsweise die meisten nicht, es sind in etwa 40%, die rausfliegen, aber eben die meisten falschen Linien fliegen raus. Also eliminierst du die Features, die gar keine Aussagekraft haben? Nee, sie haben alle eine Aussagekraft, sonst wären sie keine Features geworden. Aber ich eliminiere die Features, die ich im anderen Bild nicht wiederfinden kann. Beziehungsweise die offensichtlich im anderen Bild nicht vernünftig wiedergefunden werden können. Weil wenn ich den nächsten Platz zwischen zwei Zahlen bestimme, finde ich auf jeden Fall immer jemanden, der dem am nächsten ist. Aber es heißt nicht, dass es unbedingt sinnvoll sein muss. Hm. Darüber hinaus habe ich